Und dann geht's auch schon weiter hier im nächsten Part von Bioshock 2. Wir müssen zu, nach Dingens hier, Pink Pearl war das, glaube ich. Um diesen komischen, ich glaube Danny hieß der, der wohl einen Code für uns hat, damit wir hier oben weiterkommen. Ah, okay, cool, hier ist was zum Hacken, wo wir schnell einen Verbandskasten bekommen. Das ist schon mal voll Knorke, finde ich. So, wo ist denn eigentlich immer der Nase nach? Ich denke mal, ja, wir müssen genau da durch. Oh, das war so klar. Können wir das eigentlich hacken? Nein. Verflucht. Okay, ich versuche jetzt diesmal ein bisschen mehr auf die Zeit zu achten. Damit ich ja nicht total planlos rumrenne. Oder wie lange muss ich denn eigentlich noch? Nun gut. Sollen wir uns schon was leisten? Halt's Maul. So, können wir schon irgendwas... Ein Eve-Upgrade... Plasmid-Slot? Gentonika wäre schon cooler. Dann haben wir nämlich wieder eins frei. Plasmid-Slot bis jetzt weniger. Eve-Upgrade? Was haben wir denn noch? Abfackeln 2. Hypnotisieren 2, das benutze ich eher selten. Das habe ich auch früher so gut wie gar nicht benutzt. Telekinese 2? Was ist denn da der Unterschied? Ich denke, der Schatten Telekinese kannst du jetzt härter werfen. Ach, benutze ich eher weniger. Lalalala. Wandelndes Inferno. Du nimmst weniger Schaden durch Feuer und fügst mehr. Hackers Delight, Feuersturm. Wenn du trotzdem schießt, du einen Feuerschuss aus und fügst den Gegner dann. Obwohl bei Körperpanzerung verringert physikalischen Schaden. Insektenschwarm. Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich am meisten benutze, wäre zum Beispiel Abfackeln. Solche Umgebung mit neuer Feuerbombenfähigkeit. Echo, hoffentlich bereust du es nicht. Stecke mehrere Gegner auf einmal in Brand. Halte rechte Maustaste gedrückt, um eine explosive Feuerbombe aufzuladen. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Okay, also kann ich damit wahrscheinlich mehrere Gegner hintereinander oder nebeneinander halt platt machen. Dann machen wir noch ein Eve-Upgrade. Jetzt haben wir noch 45. Können wir damit noch irgendwas anderes? Körperpanzerung. Vorsicht, Schleicher. Was ist denn für Schaden durch Melee-Attacken, insbesondere durch Bohrschwung. Kurzschluss. Nee, dann lieber Körperpanzerung gegen physischen Schaden. Neues Tonikum, Körperpanzerung. Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet automatisch Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Sei keine Sophie. Besorgt dir unseren Körperschutz noch heute. Na denn! Körperpanzerung, verringert physikalischen Schaden, das haben wir schon. Nein! Was? Was? Alter! Aua! Jetzt kriegst du volle Ladung, mein Freund. Okay, das bringt herzlichst wenig. Finde ich. So, wo wollte ich? Wollte noch wegen dem Tonikum da gucken. Was. Hoch. Hier, wie komm ich da ran? Muss ich da. Oh oh. Och nein, ich will nicht gegen den kämpfen. Oh Scheiße, der hat mich schon gesehen. Fuck! An die Person wäre vielleicht. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremde. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Rohrpost. Was? Aber nichts Dr. Lamp sagen, ja. Ja, okay, Grace. Was schickst du mir? Autohack, Antiperson, Phosphorschrot. Ja, ich meine mal, ist besser als nichts, ne? Oh. Hä? Das ist noch eine Little Sister.
Ey, das Spiel verwirrt mich gerade. So, wie dem auch sei, ich will jetzt hier oben gucken. Ich will wissen, wie ich an dieses Tunikum komme. Hier. Genau. Haha. Ey, der Echo ist sowas von schlau, ja? Das. Nee, das glaubt er ja auch nicht. Was haben wir denn hier? Neues Tunikum Heimwerker. Wenn deine Sicherheitsfreunde eine Kugel, die für dich bestimmt war, abfangen, kannst du sie mit etwas Eve wieder in Topform bringen. Das verstehe ich gerade nicht. Repariere und benenne. Was? Der freundlich gesinnte Bots und Geschütze, indem du mit ihnen interagierst. Ah, wir können sie also reparieren, aber ich muss sie also nicht festschütteln. Und eine Weile müssen wir verstehen. Ja, du sagst das. Lass mich bloß in Ruhe. Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht, ich kann nicht mehr aufstehen. Da ist Geld. Ich brauche auf jeden Fall Kohle. 63 Piepen ist herzlichst wenig. Tagebuch. Tagebuch. Ja, Mr. Tonband. Mom hat ein neues Sicherungssystem, damit ich nicht mehr zu Amir und den anderen Kindern kann. Aber Sicherheitssysteme sind auch nur Drähte und Lötstellen, genau wie du. Und wir sind ja jetzt gute Freunde, oder? Ja. Jedenfalls, Amir hat ein ganzes Buch über die Oberfläche. Da ist Indien drin und Irland und alles andere. Ja, genau, Mr. Tonband. Wenn du es wissen willst, ich finde Amir ziemlich hübsch. Für einen Hundefresser. Was? Oh nein, Rückzug! Eleanor, komm sofort zurück. Nein. Wieso können wir eigentlich nicht unseren Eve oder so aufladen, so wie früher? Das finde ich ein bisschen doof. So, Verbandskästen und Eve-Spritzen. Alter, jetzt sind ja so viele Eve-Spritzen. Schwere Nieten können wir nicht aufheben. Da ist eine tote Leiche drinne. Ich bin mir bewusst, dass ich tote Leiche gesagt habe. Also verkneift es euch bitte in den Kommentaren. So, hier können wir Türsteuerung hacken. Aber vorerst... Verdammt, ich habe mich auf die Uhr geachtet. Doch, Mann, ich heule auch immer wieder rum, was das angeht. Okay, dann hacken und... Hack. Hack. Tick. So, und ja, das ist jetzt offen, das ist mir auch klar. Stopp, du Sau. Mermaid Launch, oh, da gehen wir doch gerne mal rein. Ich hab doch meine Mütze gehabt. Spiel den verdammten Song, du Scheißbox. Oh ja, das kenne ich auch. Wenn ich... Ja, also der geht natürlich voll ab, was das angeht und ja. Na gut, suchen wir also erstmal Daniel. Das ist nicht der Daniel von Amnesia, also falls die Leute, die das zu diesem Zeitpunkt jetzt auch angucken und die jetzt auch von dem guten Sarazar, schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn wir uns nicht kennen oder du mich nicht kennst, aber ich kenne dich, es geht nicht um den Daniel aus Amnesia. Was habe ich denn hier jetzt? Ein Speer. Okay. Dich will ich aber jetzt noch nicht so wirklich benutzen. Oh, und ich sehe schon, dich kann ich da bestimmt auseinandernehmen. Ja. Ja, 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 ja. Oh, ich habe so eine ganz böse... Ich... Oh, speichern? Wer ist denn darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Rumble. Oh, wie sehen die Texturen ganz komisch aus? Ich habe doch aber alles auf hoch gedreht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ein ganz mieses Gefühl. Oh, oh. Da steht jemand. Wer macht sowas? Ups. War ich das? Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Mhm. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Okay, da scheint es auch einen Engel zu geben, dieser richtig
Leitung. Aber vorerst. Bumsfallera. Schnell heilen. In my boat. Shoot bad and bad down. Schruflinde, da haben wir Muni also genug, so wie es aussieht. Alter, du siehst aber auch nicht gerade gesund aus. Was war das jetzt? Das Feuer? Ich erlöse dich, warte. Warte, ich gleich habe es. So. Besser? Alter, wer wirft eigentlich Geld weg? Jetzt mal ernsthaft. La 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 Tonband. Tonband. So. Verdammter Simon. Rapture ist also undicht, na und? Wenn man deswegen Rotz und Wasser heult, wird's hier nur noch feuchter. Hab ich recht? Nichts weist darauf hin, dass es an unseren Entwürfen liegt. Kann genauso gut Push der Baufirma sein. Aber nein, Simon kriecht zu Dr. Lamb. Ganz zerknirscht, weil wir keinen Auftrag mehr kriegen. Und als er wiederkommt, sagt er, er wollte schon immer Priester werden. Und er ist jetzt Pfarrer Simon Wales. Sein Glaube ist noch nicht mal katholisch. Jetzt gibt es zwei Götter, heilige Zahlen, den verdammten Charles Darwin und weiß der Teufel was noch alles. Wenn mir diese Sophia Lamb über den Weg läuft, dann klatsche ich ihr eine und eine Kopfnuss gibt's noch mit dazu. Ja, so viel dazu. Ich konnte jetzt gerade gar nicht reden, weil ich wollte gerade so ein bisschen von dem Vieh da oben geschuckt. Ich glaube, das war so ein Spider-Splicer oder wie die heißen. So, hier haben wir auch schon den nächsten Engel. Oh, 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 oh. Das Lied hatten wir doch eben schon. Ich versuche mal ein bisschen mitzusingen, nicht, dass jetzt hier die Gamer irgendwie sagt, nö, wie so ein Big Daddy. Und zack, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ups. Eigentlich schwach, dass ich mich hier so konzentrieren muss. Das ist ne. So, dann machen wir bam, 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 bam. Wieder bum, bam, bim, bum. So, ich weiß nämlich nicht, von wo die überall kommen. Also, die ist weg. Genau deswegen. Gut, ich wollte ein bisschen mein Revier noch markieren. Dum, 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 dum. Dumm, dumm, dumm. Dumm, aua! Was war denn das jetzt? Dieses scheiß Feuer, das riecht mich sowas von auf. Uff, ja, ich weiß, ich hab uff gesagt. Nicht auf, sondern uff. Ihr könnt mich mal. Nein, das war ein Spaß, ihr seid die Besten. Ach, was ist heute mal los? Ich bin irgendwie total aufgekratzt. Ich weiß gar nicht. Du gehörst also zu Simon? Hier ist mein Friedensangebot. Ja. Das war jetzt gar nicht so ge... Willkommen scheiße. Beschissenen Pink Pearls, wie die. Ja. Verdammt. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Nee, ich glaube, das war nicht Daniel. Sondern der gerade abgehauen ist, war, glaube ich, Daniel. Aber ich sehe gerade, dass das Head-Up, also der Helm wieder da ist. So, ich werde nochmal schnell spielbar speichern. Und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal. Ich glaube, an dieser Stelle sollten wir doch einen Cut machen. Oh, ich weiß schon noch nicht, wie lange die Aufnahme war. Verdammt nochmal. Okay, gut. Dann macht's gut. Wiedersehen. Tschüssikowski. Wiederschauen. Reingehauen. Der Spruch ist geklaut. Ich weiß. Fahrt nicht bis auf ein Auto und vor allem. Tschüssili.